Hallo ihr Lieben! Mit einem Gruß aus der Evangelischen Grundschule Apolda möchten euch die Pädagogen und Gäste die Ostergeschichte erzählen. In der 6. Folge erklärt uns Herr Heidbrink das Osterfest. Hallo aus der Evangelischen Grundschule. Ich heiße Gregor Heidbrink und arbeite hier in Apolda bei der Evangelischen Kirche und ich bin auch im Schulbeirat von der Evangelischen Grundschule. Und ich freue mich, dass ihr euch beschäftigt mit Passionszeit und mit Ostern. Und heute wollen wir schauen, was das Besondere an Ostern, was macht Ostern aus dem Dunklen in unserem Leben. Da ist schon ganz viel zusammengesammelt worden, was es da an Dunklem gibt, an Einsamkeit, Stress, Streit, Armut, Tod oder Hoffnungslosigkeit oder Krankheit. Das macht ja so vielen Sorgen gerade. Und wir haben auch schon gesehen, dass das alles überdecken kann, was eigentlich Schönes im Leben ist. Dass manchmal das Schöne im Leben von dem Dunklen überdeckt wird. Aber Ostern, das ist für mich das Zeichen, dass das Leben immer wieder durchbricht, weil Gott neues Leben geschaffen hat. Und das ist für mich ein Grund, immer wieder auch Hoffnung zu schöpfen. Und ich glaube, hier können wir auch Hoffnung entdecken, hinter dem ganzen Schwarzen und hinter dem Schlechten, das uns bedrückt. Denn ich sehe, wenn ich die Karte mit dem Dunklen beiseite schiebe, dass das Gute und das Schöne immer noch da ist. Wenn ich es mir so anschaue, dann entdecke ich ein besonderes Zeichen, nämlich das Kreuz. Und mir fällt ein, dass Jesus gekreuzigt worden ist an Karfreitag. Und da haben viele gedacht, das ist das Ende. Jetzt hat endgültig das Schlechte gewonnen, die Krankheit, der Stress, der Streit und der Tod. Aber an Ostern, da weiß ich doch, Jesus lebt, Jesus ist auferstanden. Das Kreuz ist nicht das Ende und darum verwandelt es sich für mich. Es ist kein Zeichen des Todes mehr für mich, sondern ein Zeichen der Hoffnung. Und wenn ich auf das Kreuz sehe, dann fällt mir ein, dass Jesus den Tod überwunden hat und dass all das Gute im Leben wieder hervorkommt und dass das Gute, dass das Leben selbst am Ende triumphiert. Das ist meine Hoffnung. Und das Böse kann nie so schwarz werden, dass man das Licht dahinter nicht mehr sehen kann. Das Schlechte kann nie so mächtig werden, dass das Leben nicht noch mächtiger ist. Weil das Leben dem Tod immer einen Schritt voraus bleibt. Das ist Ostern und das wollen wir doch zusammen feiern. In der nächsten Folge gibt es einen Ostergruß für euch und auch ein kleines Rätsel. Bis dahin. Bleibt behütet, eure Evangelische Grundschule Apolda.